Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. In dieser Episode werden wir, glaube ich, ein bisschen mal hier unsere Basis auf Vordermann bringen. Das Ganze ein bisschen ausführlicher beschriften, beziehungsweise ein bisschen besser verstauen alles. Dazu werde ich erstmal ein bis zwei Schränke einfach hier in den Raum bauen, um dort Sachen zwischenzulagern, denn ich glaube, wenn ich das einfach dekonstruiere, verschwindet der ganze Krempel und das wäre natürlich mega schlecht und mega die Verschwendung, wenn unser ganzer Kram kaputt gehen würde. Muss ich auch gleich mega aufpassen, dass ich da keinen Quatsch baue und nicht aus Versehen irgendwelche Schränke dekonstruiere, die noch voll sind. So, deswegen, da baue ich mir jetzt erstmal einfach mal für den Übergang hier ein paar Schränke rein, die ich mitten in den Raum baue. Die wirklich nur dafür da sind. Nochmal zwei Titan. Die nur dafür da sind, Sachen zwischenzulagern. Brauche ich da eigentlich zwei Schränke für? Da würde einer reichen. Keine Ahnung. Also ich hatte mir überlegt, in der Mitte könnte man eventuell auch noch Schränke hinbauen. Aber vielleicht wird der Raum dann ein bisschen überladen. Deswegen mache ich es erstmal. Erstmal mache ich es so, dass ich die Modifizierungsstation stehen lasse und erstmal nur außenrum Schränke baue. So, das ist schon mal der erste Schrank, den ich hier dekonstruieren werde. So, die ganzen Sauerstoff und das brauche ich alles im Moment nicht. Das heißt, das kann ich alles da reinpacken. Und auch die ganzen Werkzeuge brauche ich im Moment nicht. Bis auf das Konstruktionswerkzeug natürlich. So, dann habe ich nämlich mehr Platz im Inventar. Kann viel schneller rumräumen. Das kommt alles raus, der ganze Quatsch hier. Ich hoffe, dass ich nachher genug Kupfer habe, denn wir wissen ja, dass wir Kupfer brauchen, um die Schilder zu bauen. Ich glaube, da braucht man Kupferdraht für oder so, um die beleuchteten Schilder zu bauen hier oben drüber. Denn ich möchte gerne die Schränke hier dekonstruieren und die großen Schränke bauen. Dann haben wir wirklich mehr Platz. So, der erste ist leer. Machen wir den zweiten auch leer. Und vom dritten können wir auch noch ein bisschen was rausnehmen. So. Dann dekonstruieren wir den. Und dekonstruieren den auch. Mann, da gucke ich erstmal kurz. Doch, der war leer. Da brauche ich eigentlich nicht nochmal nachschauen. Das wäre dumm. So, und dann schauen wir mal. Kriegen wir hier noch einen Schrank neben? Geht das? Ja, es geht, aber es ist wahrscheinlich nicht besonders schön. Ich schau mal gerade, wie das aussehen würde. Es geht so, ne? Es geht so. Aber man könnte es so lassen. Also so schlimm ist es nicht. Ah, die Modifizierungsstation stört hier gerade gewaltig. So. Schon, der war doch gerade gar nicht so schlecht. Da kann ich scheinbar nicht so nah dran bauen. Wahrscheinlich, weil die Schranktüren aufgehen. Das fällt mir gerade erst auf. Ist das Glas? Moment mal, das muss ich mir gleich mal genau angucken. Stimmt, wir haben ja Glas auf jeden Fall im Schrank verbaut. Nur man sieht gar nicht, was drin ist im Schrank. So, bauen wir den mal so. Dann kriegen wir vielleicht noch einen dritten daneben. Das wäre auf jeden Fall mega praktisch. Das fällt mir jetzt erst auf. Das sind ja so kleine Regale. Und das hier vorne ist eine Glasscheibe. Da fände ich ja schon cool, wenn man wenigstens, wenn man auch sehen würde, was drin ist. Und bei denen ist es einfach so ein Plastik. Oder vielleicht ist es auch Glas. So, nee, Keramik. Sieht eher aus wie Keramik oder sowas. Gut. Nein, nicht dekonstruieren. Ich möchte erst die Sachen rausnehmen, bitte. So. Und dann lagere ich das alles hier ein. Erstmal weg. Oh, der ist schon voll. Das ist jetzt schlecht. Dann muss ich das doch alles nochmal hier reinpacken. Kommt alles da rein. Jetzt muss ich überlegen, kommt hier weiter in mein Titanfach hin oder... Obwohl, nee, warte mal, ich mach das anders. Ich nehme mal das ganze Gold an mich und pack dann da Gold rein. So. Raus. Dann auch. Ich nehme mal überall das ganze Gold raus. So, wo habe ich überall Gold drin? Hier nicht. Hier habe ich noch ein bisschen Gold. Und dann packen wir hier das Gold schon mal rein.
Hier haben wir schon mal einen Schrank komplett fertig, wo nur Gold drin ist. Was wir wahrscheinlich nie wieder anrühren werden, weil... Ja. Weil kein Mensch Gold braucht. Zumindest nicht hier auf diesem Planeten. Boah, ich habe so viel Gold. Wenn überhaupt ein Schrank reicht. Ich glaube, ein Schrank reicht noch nicht mal, oder? Es wird auf jeden Fall knapp. Doch, es passt genau. So, dann könnte ich hier das Schild, könnte ich theoretisch dekonstruieren und das Gold nennen. So, ein Kupferdraht braucht man dafür, okay. Dann Schild. Wieso macht er das denn so blöd? Kann ich das nicht, wieso kann ich das nicht dahin bauen? Das ist ja blöd. Das gefällt mir ja nicht gut. Es ist tatsächlich dahinter. Das ist ja voll doof. Nee, so bringt mir das gar nichts. Ein Schild, was man nicht lesen kann. Da kann man es lesen. Ist zwar jetzt nicht mega schön, aber was willst du machen? So, das machen wir groß und das weg. Und das machen wir natürlich Gold. Gold. Okay, dann wissen wir schon mal, dass da Gold drin ist. Aber das gefällt mir eigentlich doch so besser. Ja. Naja, das ist schon ein bisschen hässlich, aber das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das gefällt mir so eigentlich nicht. Das ist schon ziemlich hässlich. So, dann könnten wir hier... Ich würde das ja alles off-cam machen. Oder nicht alles, aber zumindest das Einräumen, weil das doch echt lange dauert, denke ich mir. Nur das Problem ist, dass ihr den ganzen Aufbau auch nicht mitbekommen würdet. Ich glaube, diese Windrankensamenbüschel, oder? Weiß ich nicht. Brauche ich die? Ich verarbeite die mal zu irgendwas. Was kann ich denn daraus bauen? Brauche ich da immer drei oder zwei? Silikongummi, so. Brauche ich ein Silikongummi schnell? Und hier kann ich eigentlich auch Uran bauen, aus drei Uranitkristallen. Weil ich glaube, Uran braucht man eh nur. Und Uranitkristall braucht man eh nicht. So, ja, einiges an Platz gespart. Das Gummi, das kann ich direkt hier reinpacken. So. Das ist leer. Nehmen wir an uns. So, jetzt ist die Frage, was packen wir hier rein? Packen wir da Titan rein? Eigentlich will ich da kein Titan reinpacken. Da könnte ich hier den Kram reinpacken. Uran, kristallines Aluminiumoxid, Quecksilber und Magnetit. Das ist schon mal alles nicht verkehrt. Uranitkristall kann man auch reinpacken. Pilzproben eher nicht, weil das ist ja schon eher organisch, die Pilzproben. Und das andere sind mehr so erzmäßig, ist das eher so. Oh, dann können wir den schon mal abbauen. Und den können wir dann wahrscheinlich schon ausräumen, genau. Da haben wir dann auch jede Menge organische Sachen drin. Und können den auch dekonstruieren. Oder wollen wir den überhaupt dekonstruieren? Ach komm, ich dekonstruiere den. Dann baue ich das nämlich alles so von rechts nach links auf. So. Baue jetzt hier nochmal einen neuen Schrank hin. Ich hoffe, das passt. Ah, das sieht schon ganz gut aus. Ganz an die Wand. Ganz möglichst Platz sparen. So, die Beschriftung stimmt natürlich jetzt wieder hier überhaupt nicht. Deswegen kann ich das mal dekonstruieren. Und was haben wir jetzt hier drin? Haben wir da überhaupt schon was drin? Ja, da haben wir... wie nennen wir das denn? Wir könnten das Erze nennen. Auch wenn das nicht ganz stimmt. So, packe ich das mal weg. Da passt eigentlich Blau ganz gut zu. Haben wir denn Blau? Ja. Nennen das erstmal Erze, so übergangsmäßig. So. Das gefällt mir gar nicht, ne? Mit dem Gold. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das haben wir. Der ist jetzt noch komplett leer, ne? Da könnten wir die organischen Sachen reinpacken. Oh Gott, der hat mir noch Salz.
ein Schrank wäre auf jeden Fall gut mit Lebensmitteln. Ist das überhaupt mittig, das Schild? Das ist halt überall alles andere als mittig. Scheiße, Inventar ist voll. Moment, da packe ich hier kurz das Zeug rein. So, baue das Schild nochmal neu. Das muss mittig sein. Das Problem ist, wird vielleicht sogar sein, dass, wenn ich es gleich größer mache, dass sich das dann verschiebt. Mal schauen. Ah, nee, es wächst schon in alle Richtungen gleich. So, Erze, das machen wir blau. Es ist trotzdem irgendwie nicht ganz mittig, oder? Das ist eine optische Täuschung. Wenn ich von hier gucke... Ah doch, es geht. Es geht so. So, was könnten wir hier tun? Hier könnten wir organische Sachen reinpacken. Ist Salz auch organisch? Eigentlich nicht. Salz ist eher ein Lebensmittel. Schild. Kupferdraht brauche ich. Da brauchen wir zwei Kupfer für. Ja, Kupfer wird uns wahrscheinlich ausgehen. Da haben wir sich auf jeden Fall noch eine Menge für Farmen, für unser Lagerraum. Aber wir wollen das ja auch schön haben hier. So. Bauen das Schild hier hin. Oh, jetzt sind gerade irgendwie Frame-Einbrüche. Packen das weg. Hier kommt hin organisch. Machen das grün natürlich. Und groß. So, organisch. Da werden wir wahrscheinlich auch zwei Schränke für brauchen. Mal gucken, was ist das denn hier? Ein Schock. Ach, das ist der Fisch, den habe ich noch bei. Den könnte ich eigentlich gleich mal in unseren Bioreaktor reinpacken. So, das nehme ich mal alles raus. Dann packen wir hier schon mal die Pilzproben rein. Die sind ja auch organisch. Und die Tischkorallenprobe auch. Das sind alles Lebensmittel, mehr oder weniger. Oh je, hier sind noch jede Menge organische Sachen. Das wird nicht passen. Wir brauchen noch einen neuen Beetkasten, einen Innenbeetkasten, wo wir die ganzen Pflanzen anpflanzen, die wir auf der Insel gefunden haben. Da sind wir nämlich den ganzen Krempel auch los. So, hier bauen wir erstmal einen neuen Schrank hin. Den weiter nach links bauen, oder was ist gerade das Problem? Schon. Geht noch ein Millimeter nach rechts. Jeder Millimeter zählt. Okay, das ist zu nah. Okay, näher geht's nicht. Dann kriege ich hier nur zwei Schränke hin. War mir aber fast klar. So, da brauche ich nochmal zwei Titan. Die nehme ich mir hier. Zweiten Schrank hin. Den baue ich am besten auch. Ah, nee, komm, den brauche ich nicht so weit links bauen. Das sieht sonst blöd aus. So. Okay. Was können wir hier reinbauen? Vielleicht noch... Ja, nee, einen zweiten organischen Schrank ist eigentlich blöd. Ist eigentlich blöd. Die Windrankenprobe, die können wir eigentlich wegpacken. Genau wie dieses Kreaturenei. Das mache ich auch mal schnell. Das wird entsorgt im Meer, so wie es Menschen tun. So. Zack, zack. Weg damit. Schreibt mir übrigens mal in die Kommentare, ob ihr das interessant findet, wenn ich das aufräume, oder ob ihr die Folge hier komplett überflüssig findet. Weil dann weiß ich nämlich für die Zukunft Bescheid, ob ich sowas dann überhaupt nicht mehr aufnehmen werde. Oder ob euch das interessiert. So, hier könnten wir eigentlich die Lebensmittel reinpacken. Dann packe ich nämlich hier das ganze Salz schon mal rein. Und Nährstoffblock und das Wasser. Und Erste Hilfe ist auch im weitesten Sinne Lebensmittel. So, das ist noch leer. Hier haben wir noch Lebensmittel. Haben wir hier noch Lebensmittel drin? Nein. Okay. Dann kommen wir damit sogar hin mit dem einen Schrank. Das befriedigt mich schon mal extremst, muss ich sagen. So, vielleicht können wir die ganzen Schränke jetzt sogar schon
abbauen. Okay, das ist alles leer. Voll gut. Dann können wir das dekonstruieren. Und das dekonstruieren. Und das dekonstruieren. Das baue ich nämlich dann neu auf. Wenn wir nämlich Glück haben, kriegen wir einen dritten Schrank hin. Komm schon. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt passt. Ob ich jetzt einen dritten Schrank hinbekomme. Das wird schon wieder knapp. Ah, das wird nicht passen. Caution. Dehydration detected. Oh, verdurstet beim Schränke aufbauen. Okay, nee, das geht sich überhaupt nicht aus. Drei Schränke davon sind wahrscheinlich platzmäßig immer noch mehr als zwei davon. Oder ich muss den wirklich weiter wegbauen. Ist dann schon was drin? Nein. Dekonstruiere ich den nochmal. Und den hier auch. Den hier auch. Das muss gehen. Das muss irgendwie klappen. So, der muss wirklich ganz nach rechts. Oder, Moment mal. Ich mach das mal. Ich baue hier den äußerst links. So. Baue dann den direkt daneben. So. Er steht irgendwie ein bisschen weiter hinten als der andere. Und dann noch einen dritten. Das muss gehen. Wenn ich ihn so ein bisschen übers Eck baue, geht's dann? Komm schon. Ich schau mal, wenn ich den da hinbaue. Also genug Platz ist auf jeden Fall da. Kann mir keiner erzählen, dass hier kein Schrank hinpasst. Habe ich genug Material dabei? Nee. Titan. Aber es passt nicht, ne? Es passt nicht. Es sind irgendwie zwei Pixel. Zwei Pixel zu viel. Muss ich das nochmal abbauen hier. Das auch nochmal weg. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das ist das Maximum? Da ist eigentlich eine recht große Lücke zwischen. So, das muss ich aber jetzt echt... Muss ich echt quetschen, damit das passt. Komm schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das nächste ist, was geht. Da ist voll viel Platz zwischen. Die habe ich doch viel näher aneinander bekommen. Wieso ist denn hier so viel Platz? Da kriege ich jetzt wieder keinen hin, ne? Na gut, dann müsste ich den wieder ein bisschen um die Ecke bauen. Der ist eh, der kommt ja dann eh weg. Emergency. Ja, ja, Emergency. Hallo. Hallo. Soll ich hier nochmal ein... Vital signs stabilizing. Ich muss aufpassen, dass ich hier die Pflanzenproben nicht esse. Kann man nämlich essen. Seht ihr ja hier, den zumindest. Knollenbaum. Dann habe ich nämlich keinen mehr. Dann müsste ich den extra nochmal holen vom Lummerland. Soll ich hier nochmal... Soll ich mir nochmal einen Beetkasten hinbauen? Habe ich dafür Zeug bei? Innenbeetkasten? Wollen wir nochmal einen hin? Ich hoffe, das wird nicht zu voll hier. Ah, es ist schon grenzwertig. Könnte ich nämlich hier die Pflanzen einpflanzen. So, so. Einen davon. Mal schauen, was ich drüben noch so hab. Hier ist nämlich noch jede Menge Kram eigentlich, den ich...
chinesische Kartoffel. Jetzt habe ich die einen Samen schon drin, ne? Das krieg ich wahrscheinlich dann nie wieder raus. Ja, muss ich warten, bis es ausgewachsen ist. Dann könnte ich es rausschneiden. Mit Gewalt. Den könnte ich im Prinzip noch anpflanzen. Habe ich da noch irgendwas Kleines? Jetzt pflanze ich die an. Kleine Sachen habe ich nicht. Dann pflanze ich die beiden an. So, die beiden noch rein. Ja, jetzt habe ich jede Menge leere Schränke. Liebe Leute, das soll es aber erstmal gewesen sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich werde, glaube ich, die nächste Episode, in dem Sinne ist es ja dann gar nicht, weil ich werde es wahrscheinlich off-cam machen. Ich werde jetzt hier die Schränke noch weiterbauen, das alles beschriften und dann wahrscheinlich in der nächsten Episode wird dann hier der Raum schon fertig sein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Episode Subnautica. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.